So, und es geht auch sofort weiter. Finde sie, Raymond. Es ist die einzige Hoffnung. Ich gebe dir all die Energie, die ich gesammelt habe. Ich hab gedacht, du hast keine Energie mehr. Ey, du bist so eine Lügnerin. Lügenbaron! Juhu! Blablabla. Viel Glück, Raymond. Ey, ich will diese Fähigkeit auch haben. Nun kannst du die violetten Lumens holen. Ja. Toll. Und schon wieder eine Lüge. Du bist so eine Lügnerin. Ha, ha, ha. Was für ein Wortwitz. Ihr lacht euch jetzt bestimmt schlapp. Schießt auf die violetten Lumens, um sie zu greifen. Loslassen mit A. Seht ihr, man holt sie nicht, man kann sich nur an sie dranhangeln. Auch eine coole Fähigkeit. Ich weiß nicht, ob es das in Rayman 1 gibt, aber auf jeden Fall in den anderen Spielen gibt es das. Auf jeden Fall. Eine der coolsten Fähigkeiten, finde ich. So, gehen wir mal weiter. Und der nächste Levelabschnitt ist geschafft. Und der Ladebildschirm. Und diese CD, sie hört sich schrecklich an. Das liegt übrigens nicht daran, dass die CD zerkratzt ist, obwohl ich weiß noch nicht mal, ob man das im Video nachher hört. Das ist einfach so. Keine Ahnung warum. Ich kann es nicht ändern. So, wo sind wir? In einem Rohr? Nee, auf einem Rohr. Und es sieht aus wie eine Kanalisation. Jetzt fragt man sich, was ist das für eine Kanalisation, bitte? Man kann da einfach durch ein Loch durchklettern. Die Piraten haben echt Probleme. Die bräuchten bessere Architekten. Und kann das sein, dass diese Brühe ein... Ja, ich wusste es. Und ich will diesen... Was ist das für eine scheiß Kamera, Mann? Diesen... Los, komm schon! Danke. Und weiter runter. Hui! Hui! Jetzt ist dieser Helikopter und diese Schatten halt ziemlich nützlich. Dieser kleine Punkt ist halt der Schatten. Und ich glaube, der Schuss ist jetzt stärker geworden. Ja, ist er. Dankeschön. Stirb! Meine neuen Kräfte werden dich vernichten. Und wir haben... Oh, scheiße. Gleichzeitig auch den Käfig kaputt gemacht. So, und weiter geht's. Schneller! Danke. Zack. In Rayman 3, wenn man es hier krepiert. Nein, nicht krepiert, aber man hätte Energie verloren. Aber das werdet ihr dann irgendwann ja sehen, wenn ich das jetzt playen werde. So, weiter geht's. Was kam jetzt nochmal? Ein grüner Lumps. Ach so, die Stelle. Oh, eine der langweiligsten Stellen in diesem Spiel. Oh, und schon wieder diese Fliege. Siehst du diese Luftströmung, Rayman? Aktiviere darin deinen Helikopter und flieg. Danke für die Auskunft. So, diese Luftströmungen, wenn man hier drin steht, die bringen einem nicht viel. Oder wartet mal kurz. Ich muss mal kurz was ausprobieren. Wenn ich jetzt hier den Gedankenstrom aktiviere. Nee, da kommt nur diese blöde Fliege wieder und sagt den gleichen Scheiß nochmal. Hau ab! Danke. Mann, Mann, Mann. So, das hier ist eine der langweiligsten Stellen überhaupt im ganzen Spiel. Moment mal. Ich kann schneller hoch, wenn ich springe? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ey, hätte ich das gewusst? Diese Moment mal. Ja, sag ich doch, man kann schneller springen. Schneller hochkommen, oder? Bild ich mir das jetzt nur ein? Ich bild mir das nur ein. Oh, ich hab grad gedacht. Na gut, dann müssen wir diesen ganzen Scheiß hier machen. Dann tanzen wir hier ein bisschen. Hui, hui, hui. Und dieser blöde Käfig, hört ihr den? Der nervt die ganze Zeit jetzt. Er ist so nervig. Ein immer wiederkehrender Sound im ganzen Spiel. Kennt ihr so ein Video von Tracks024? Auch ein Let's Player. Da sagt er halt, wo muss ich eigentlich lang? Ich glaube hier lang, oder? Da in dem Finale, in einem der letzten Videos, da kommt immer dieser, also von Resident Evil 2, die Videos, in dem Finale. Mann, ich bin ein bisschen durcheinander. Da kommt halt immer so ein Alarm. Und er sagt halt, oh Gott, es ist nur nervig, es ist so nervig. Und genau, verdammt. Videozeitverbrauch. Auf jeden Fall ist das hier genauso.
Dieser blöde Käfig, er schreit und kreischt, der Typ, der da drin sitzt. Und er macht das die ganze Zeit und es nervt und es nervt. Das Einzige, was man dagegen tun kann, ist den Ton ausschalten. Aber dann wäre ein Spiel langweilig. Weil zu einem Spiel gehört nun mal Sound. Dagegen kann man ja nichts machen. Das spricht halt gegen die Gesetze eines Spiels. Oder kennt ihr Spiele, die ohne Ton sind? Also ich nicht. Wenn ja, gibt mir einen Link dazu. Ich möchte gerne wissen, welches Spiel keinen Ton hat. Und wenn, dann ist es ein Scheißspiel. Das kann ich euch jetzt schon sagen. So. Komm schon, schneller. Mann, gibt's hier keinen Turbo? Oh, dieser Scheißkäfig. Ich hör dich doch, Mann. Du kannst jetzt aufhören. Ich glaube, da gab's noch Lums. Die habe ich in der letzten Aufnahme nicht geschnappt. Ja, ich habe in der letzten Aufnahme, die hat nicht richtig funktioniert. Da war der Turm ein bisschen kacke. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören, denn was interessiert euch das? Dass ich gelangweilt klinge, weil ich das jetzt schon zum dritten Mal hier mache. Mach hin, bitte. Triff! Triff! Danke. Yeah! Gab's hier noch ein Geheimnis oder sowas? Nee, natürlich nicht. Und Käfig! Käfig, hab ich gesagt! Jetzt mach ich die Käfige, ihre Energie macht dich widerstandsfähiger! Ja, das kennt man halt aus der Rayman-Reihe. Wenn man Käfige zerstört, also ich glaube, wenn man 8 Käfige zerstört, dann kriegt man mehr Energie. Die Energieleiste da oben, die füllt sich dann halt eben auf. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade passiert. Nee, kann ja gar nicht sein, oder? Doch, wir haben 8 Käfige zerstört, ja. Ich kann das jetzt nicht sehen, aber wie ging das? Hä? Wieso? Ach so! Ja, genau! Eine der witzigsten Futures hier in diesem Spiel. Finde ich zumindest. Und das hier nämlich. Man kommt hier nämlich sonst nicht weiter. Ha, hä. Und wie er guckt dabei, ich finde das so genial. Ah. Und dann machen wir halt dieses Portal auf. Und wo landen wir? In. Ach so, erstmal kommt der Scheiß. Ja, er guckt traurig, weil wir nicht alles geschafft haben. Ja, Bonus-Level nicht aktiviert. Hast du Pech gehabt? Ja, es gibt auch Bonus-Level in diesem Spiel. Vielleicht, wenn ihr Glück habt und ich alle Lumps finden werde in einem Level, dann werdet ihr sowas auch zu Gesicht bekommen. Aber jetzt sehen wir, also ich denke mal, ich werde in irgendeinem Level alles schaffen. Ja, ich will speichern, ja, ich will auch weitermachen. So, ab jetzt wird dieses Let's Play blind gespielt. Und damit das auch in der Videobeschreibung dann nachher zu sehen ist, werde ich hier einen kleinen Schnitt machen und das nächste Video umbenennen. Bis dann.